Hi, ich bin der Stefan und heute eine neue Folge von Ironletics Outdoor. Möchte ich euch mein Campingzubehör vorstellen. Anfangen möchte ich mit dem Anhänger. Dann werde ich euch mal kurz. Das ist der Fahrradanhänger. Mein Fahrrad. Zeige ich euch mal, was da alles drin ist. Das ist also alles Camping-Equipment. Ich baue das jetzt mal zusammen. Und dann erkläre ich euch. Seht ihr, so ist der. Ist die Anhängerkupplung. Die ist gerade so dran gemacht. Ne? Dann kommt da der Splinte neu. Und ich baue es jetzt mal auf und dann erkläre ich was dazu, sage, was es gekostet hat. Ich habe mir das alles mit der Zeit zusammengekauft. So, da haben wir jetzt das Feldbettzelt und den Anhänger. Feldbettzelt ist ein ganz normales Feldbettzelt. Ich habe nur die Gummistoffe rausgemacht und habe hier so zwei Zeltstangen von einem alten Pavillon reingemacht. Dass es ein bisschen breiter ist, das Zelt, das habe ich bei eBay jetzt gerade gekauft für 16 Euro. Das Feldbett haben wir bei eBay gekauft für 25 Euro. Ich habe das da eingehängt, dass es nicht wegfliegt und dass es so stabiler bleibt. Ne? Jetzt mache ich mal auf. Und zwar, das Zelt ist innen Silberei gemacht, das dunkel ist und die Wärme hält. Moskitonetz ist drin. Ja, super. Also für eine Person absolut super. Ja, oben ist die Lüftung. Ja, kann man sehr gut drin liegen. Kann sich auch hinsetzen und so weiter. So, und jetzt ist der Anhänger dran. Und zwar, ich habe hier diese, das sind eigentlich das Schutzgewebe für Schutzbügel für die Räder. Die habe ich in der Mitte durchgeschnitten und habe ein Loch eingebohrt. Das sind jetzt Stütze für den Anhänger. Da kann man sich auch draufsetzen, ist kein Problem. Ja, mit einem Klappstuhl und als Highlight noch der Gasgrill drin. Wasser für zum Kochen. Gut, ich habe jetzt das Besteck und den Teller habe ich jetzt nicht neu ausgepackt, aber da hat man eine schöne Küche, ja, schönes Zelt. Das ist das schöne Equipment. Und ich versuche jetzt noch was anderes zu machen. Sehe, ob es funktioniert. So, das wollte ich euch Ihnen noch mal zeigen. Nicht? Also das ist Silber gemacht, dass die Wärme hält, aber Luft und dunkel macht. Wenn es hell ist, und jetzt kommt mein anderes Highlight. Jetzt habe ich da noch die Plane mitgenommen. Die habe ich jetzt mit dem Anhänger integriert. Jetzt haben wir ein wunderbares Vorzelt. Das war alles in dem Anhänger drin. Und wäre noch Platz für andere Sachen. Ne? Da habe ich jetzt zum Beispiel noch mal zwei Wanderstöcke. Habe ich da benutzt. Ne? Das sind die Wanderstöcke. So sieht es dann aus. Das Ganze. Noch ein schönes Vorzelt. Stuhl, kann man sich da unten neu setzen. Sachen reintun. Wie gesagt, also so sieht es dann aus. Man hat dann noch eine doppelte Plane. Ne? Und ist echt gut. Relativ günstig alles. Ne? Jetzt noch einmal zu den Preisen. Und zwar die Plane, die ihr da seht, die hat 4 Euro gekostet beim Action. Der Anhänger beim Mano Mano hat er knapp 60 gekostet, 59 etwas. Das Feldbett hat 25 Euro gekostet bei Tagespreis bei eBay. Das Zelt hat 16 Euro gekostet, Tagespreis bei eBay. Der Stuhl, na gut, das ist ein alter Stuhl von mir, Klappstuhl, ne? Aber den kriegst du heute auch noch neu bei IKEA für 20 Euro. Ne? Also wie gesagt, also so kann man es auch machen.
Man muss es nicht so groß machen, man kann es, wenn man will. Ja, und so sieht es aus, da hat man ein schönes Lager. Ja, da kann man es noch ein bisschen abspannen, das ein bisschen, aber muss man nicht unbedingt. Ja, da hinten könnte man zum Beispiel jetzt noch eine Schnur machen oder so, ne, wenn man wollte. Aber ich würde sagen, schönes Camp. So, ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht und vielleicht gute Anregungen gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.